Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu unserer neuen Sonntags-Challenge. Genau, ihr habt abgestimmt für ein Tauschpäckchen. Ich habe hier eine Überraschung für Eva und Eva hat eine Überraschung für mich. Unglaublich! Als allererstes werden wir euch jetzt zeigen, wie wir die Pakete zusammengepackt haben. Und am Ende überreichen wir uns dann die Geschenke, also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, damit ihr seht, wie wir reagieren. So, ihr könnt dabei sein, wie ich das Tauschpäckchen für Eva zusammenpacke und es wird kein richtiges Päckchen, sondern ich werde alles in dieses Glas hier reinstecken. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich so besorgt habe. Vielleicht fällt schon direkt auf, alles so in rosa. Ich fange mal hiermit an und zwar habe ich hier Traubenzuckerlollis mit Kirschgeschmack. Die mag ich ganz gerne und ich glaube, Eva mag die auch sehr gerne, hoffe ich zumindest. Die sind ja so in einer langen Schlange insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ich weiß noch nicht, ob alle reinpassen werden. So, zur Not werde ich außen noch ein paar dran befestigen. Dann habe ich hier diesen BB Zart Rosé Lippenpflegestift. Und dafür habe ich mich entschieden, weil ich das so süß fand. Da sind kleine Rosen drauf. Ich finde, der sieht richtig schön aus. Den werde ich als erstes mal hier aus der Verpackung rausholen. Ach ja, zu den Preisen. Also für die Lollis, da habe ich 59 Cent ausgegeben und dieser Lippenpflegestift, der hat 95 Cent gekostet. Dann, weil ich dachte, es ist alles so ein bisschen in die fruchtige Richtung, in die rosa fruchtige Richtung, habe ich hier eine Erdbeer-Peeling-Maske. Ich glaube, sowas wird Eva dann auch sehr gut gefallen. Erdbeer, frische Zellen, sieht auch richtig schön pink aus. Die kommt auf jeden Fall auch mit in das Glas rein. Das Glas hat 1 Euro gekostet. Das war aus so einer 1-Euro-Ecke, wie im 1-Euro-Laden. Die Maske hat 55 Cent gekostet. Und dann habe ich noch 1,59 für diesen Nagellack ausgegeben. Da stand bei, dass es eine neue Farbe ist. Und den fand ich auch richtig schön. Vor allem so hiermit zusammen dachte ich direkt so, ja, das passt, das ist eine Erdbeerfarbe. Das möchte ich alles schön zusammenpacken. Zusätzlich habe ich mir ein bisschen Washi-Tape und so einen Sticker mit Thank You und hier so einen kleinen Schleifenband. Das habe ich mir alles noch rausgesucht. Das habe ich jetzt nicht mitgekauft, das war jetzt nicht in dem Preis enthalten. Für diese Sachen hier habe ich ungefähr 4,70 Euro ausgegeben. Dann wird es jetzt losgehen. Also das Glas an sich ist ganz schlicht und ich dachte mir, deswegen habe ich hier diesen Sticker. Thank you. Den werde ich hier oben drauf kleben. Und ich glaube, das passt sogar ganz genau. Oh, perfekt. So möchte ich Eva einfach mal Danke sagen mit diesem süßen kleinen Päckchen. Also, ich fange, glaube ich, mal hiermit an mit der Maske. Die kommt da so rein. Dann der Nagellack und die Lippenpflege. Oh, das wird schon jetzt ziemlich knapp. Ich werde vielleicht mal die Lollis auseinanderschneiden. Dann kann ich vielleicht einen mit reinpacken und den Rest dann außen dran befestigen. Ein Lolli ist schon mal drin und ich glaube, ich kriege da sogar noch mehr rein. Einige Lollis habe ich reinbekommen. 3 habe ich hier noch liegen. Dann sieht man hier die Lippenpflege. Ich glaube, der Nagellack ist jetzt sogar fast komplett versteckt. Und hier sieht man noch Erdbeerpeeling. Das passt schon mal schön farblich alles zusammen. Und dann kommt jetzt als nächstes das Schleifenband, das wirklich einmal hier unten drum. Und da kann ich dann noch die restlichen Lollis dran knoten. Vielleicht öffne ich noch einmal das Glas, damit ich das dann auch wirklich hier direkt drunter anknoten kann. Ich breite erstmal so eine Schlaufe vor, dann kann ich hier die Lollistiele reinstecken und dann die Schlaufe zuziehen. Und noch ein bisschen Washi-Tape, um das Ganze zu verzieren. Und schon ist mein süßes kleines Geschenk für unter 5 Euro, das kleine Tauschpäckchen für Eva, fertig. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, gerne Hashtag Team Kati unten in die Kommentare schreiben.
Hier seht ihr schon mal einen Teil der Sachen, die ich für Kathi eingekauft habe. Ich war bei Primark und bei Nanunana und habe wirklich richtig schöne Schnäppchen gefunden. Ihr seht, hier sind überall diese roten Preise drauf. Das heißt, alles war im Angebot und ich habe sogar noch eine richtig coole Geschenktasche gefunden. Ich zeige euch die Sachen einmal ganz kurz. Für 1 Euro habe ich hier ein DIN A4 Notizbuch mit Pommes drauf in Blau. Super praktisch für Notizen. Dann gibt es hier eine Handyhülle fürs iPhone. Richtig wuschelig. Ich bin gespannt, was Kathi dazu sagt. Also ich hoffe, sie findet es witzig. Auch für 1 Euro, also 2 Euro. Dann von der Nunana habe ich hier den Flamingo. Hat auch ungefähr 1 Euro gekostet. Ich runde das einfach auf. Bin ich bei 3 Euro. Und dann habe ich hier noch eine Einhorngirlande. Müssen wir mal gucken, oder muss Kathi natürlich schauen, ob sie sie aufhängen will oder ob sie andere Sachen damit dekorieren möchte. Super niedliche Einhörner drin. Leider kann man nicht sehen, was sonst noch so an Elementen drin ist. Werden wir natürlich gleich zusammen gucken. Hat auch 1 Euro gekostet. Damit bin ich bei 4 Euro. Dann 50 Cent für 4x Washi-Tape. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Und natürlich die Geschenktüte für 50 Cent. Damit bin ich bei 5 Euro und habe 2, 3, 4, 5 Sachen mit dem Buch, 6 mit der Tüte. Die kann man natürlich auch noch mehrfach benutzen. Und jetzt wird das Ganze natürlich noch eingepackt. Ich versuche mal die Preisschilder abzubekommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Aber ich habe hier auch mein Edding. Kennt ihr vielleicht auch. Einfach übermalen. Das ist weg. Das kann man abreißen. So, jetzt packe ich das Ganze noch ein. Da habe ich mir überlegt, benutze ich einfach ganz simples braunes Packpapier. Und es kommen noch Post-its drauf mit so kleinen Nachrichten, zum Beispiel für die Washi-Tape-Sammlung oder für Videoideen, für dein Handy, für die Studio-Deko. Also, lasst euch überraschen, jetzt wird eingepackt. Nach kurzer Zeit ist dann alles eingepackt und mit Zetteln versehen. Hier ist auch noch die große Einhorngirlande. Und jetzt kommt natürlich alles in die Tüte und dann ab damit zu Kathi. Okay, dann, ich glaube, wir sind beide ziemlich gespannt. Wir haben beide was Lilanes oder was Pinkes eher. Ja. Ich habe dieses Monster. Das ist für dich, Eva. Dankeschön. Wow, voll die große Tüte und es ist richtig süß mit der Tüte hier. Puh. Soll ich mal? Ja, fang einfach mal an. Für Fans, okay. Ich verrate es Kathi jetzt auch, ihr wisst es ja schon. Es sieht alles ziemlich viel aus, aber wir hatten ja Budget 5 Euro. Ja, genau. Es ist alles sehr, sehr günstig gewesen. Ihr wisst die genauen Preise, Kathi verrate ich sie jetzt nicht. Aber bitte erschreck dich nicht über die Menge. Oh, wie süß. Ich gönne mir erstmal einen Lolli. Ist das eine Einhorngirlande? Mhm. Oh, süß. Total cool. Ja, gefällt mir sehr gut. Für Einhorn-Fans. Hol ich gleich vielleicht noch raus. Mhm. Genau, habe ich auch gesagt, weil ich habe auch nicht zeigen können, ich habe es nicht aufgemacht. Deswegen, was noch für andere Sachen drin sind. Gute Ideen. Das ist, glaube ich, ein Buch. Möglicherweise. Das ist eine neue Farbe. Etwas dunkler als die Farbe, die ich drauf habe. Sehr, sehr schön. Also war auf jeden Fall ein Neustand da dran. Mhm. Kathis Sachen sind, meine Sachen, sind alle ganz genau aufeinander abgestimmt. Alles in super schönen rosa, lila, Rottönen. Ich habe hier einmal die Maske. Ich habe hier ein Notizbuch. Da sind hier vorne so Pommes drauf. Friday. Wahrscheinlich Freitag. Mhm. In lustig. Ja. Ja, cool. Aber es ist so ein ganz schlichtes, schönes Notizbuch. Mhm. Sehr cool. Vielen Dank schon mal. Dankeschön.
Bitteschön. Gott. Ich freue mich gerade. Für dein Handy bin ich jetzt mal gespannt. Ein bisschen Labello, beziehungsweise BB, Lückenpflege. Ich sage immer zu allem einfach Labello, es ist wie mit den Tempotaschen. Wow. Die ist ja total verrückt. Die Kassiererin an der Kasse hat mich auch ein bisschen ausgelacht, dass ich die gekauft habe. Die ist ja witzig. So eine flauschige Handyhülle. Mhm. Für alle möglichen iPhones. Ja. Und innen drin ist noch ein Spiegel. Mhm. Die Handyhülle ist ich finde das so Perfektion. Cool mit diesen bunten Farben und die ist so schön sehr flauschig. Wenn man dann telefoniert, oh, das ist oder echt wenn man ziemlich viel so, davon in der Hand hält. Oh, La Vie en Rose. Meine Französischkenntnisse gehen leider nicht weiter. Das ist ich habe es verstanden, ja. Ich mag diese Lollis so gerne. Ja, ich auch. Ich hatte auch behauptet... Ich biete dir auch gerne eine an. Oh, was ist das? Ein Flamingo-Tesa-Abroller? Mhm. Boah, du hast wirklich sehr, sehr coole Sachen, Eva. Und guck mal, das hat alles 5 Euro gekostet. Das alles plus, hier ist immer noch, noch mehr drin. Der ist noch mehr drin. Wie gesagt, es war alles im extremsten Sonderangebot. Aus 2 Gründen. Mhm, okay, da bin ich gespannt. Aus 2 Gründen. Ich werfe mal das Papier einfach hier runter. Wir räumen nachher natürlich wieder auf. Könnte irgendwie so eine Art Washi-Tape-Roller oder so sein? Ja. Washi-Tape ist der eine Grund. Und der andere, was ist drauf? Faultiere. Faultiere! Sehr cool. Ja, die sind schön. Also oben ist schwarz mit Faultieren, dann Glitzer, dann Silber und hier unten steht Drop it like a Slosh. Wie ein Faultier. Cool. Ich fand die Faultiere so cool. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Also insgesamt super schöne Sachen. Mhm. Also viele davon, boah, ich bin schon am Spucken. Achso, das wollten wir noch genau, rausholen. Haben wirklich nur 50 Cent gekostet, habt ihr ja eben schon gesehen. Danke, Eva. So schöne, richtig schön. Bunte. So schöne, bunte. Was ist denn dein Favorit? Das ist am verrücktesten, ne? Aber ich finde auch diesen Tesa-Abroller total cool. So, und jetzt musst du mir einmal helfen. Und warte, hier, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, die hängen wir in unser Studio, oder? Ja, die ist mega. Voll schön, auch von den Farben. Mhm. Dazwischen noch Regenbögen. Auch mit diesem Gold noch. Echt super schön. Ja. Gefällt mir wirklich super gut. Oha. Ich finde, die könnten wir auch da hinten vielleicht mit der Lichterkette. Das wird auch jetzt farblich so gut passen. Wollen wir mal? Die könnten wir doch einfach hier auch an diese Haken mit dranhängen. Boah. Da könnte man sogar noch welche zwischen wegklauen. So viele sind das. Ich finde, das passt da wirklich perfekt hin, auch von den Farben und mit den Einhörnern. Da ist ja auch unten noch so die Einhornecke bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier ist so eine unserer Einhorn-Pinatas. Ah, sehr schön. Ach, also so ein Tauschpäckchen ist wirklich immer was Schönes. Immer was cool, dass ihr dafür abgestimmt habt. Schöne Überraschung für uns. Und ihr könnt natürlich heute auch wieder abstimmen, welches Thema bei unserer nächsten Sonntag-Challenge reinkommen soll. Genau, da haben wir euch die Abstimmung vorbereitet. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, welches Geschenk hat euch besser gefallen, worüber hättet ihr euch mehr gefreut. Und ich muss natürlich auch sagen, Katis war natürlich genial eingepackt. Alles in dieses kleine Gläschen rein, super hübsch dekoriert. Bei mir, wie gesagt, die Tüte. Die ist schon sehr, sehr cool. Die gehört aber auch zum Geschenk dazu, ne? Also die ist, ist ein Gesamtpaket. Genau. Ich finde schon, die Tüte ist so cool. Dann war das so cool alles eingepackt. Es sind so richtig leuchtende, bunte Sachen. Notizbuch, Tesa-Abroller, Washi-Tape, die super coole, verrückte Handyhülle und die unglaublich coole Girlande. Ich glaube, die Girlande ist mein Favorit. Ich weiß nicht, ob ich gerade eben schon gesagt habe. Achso, genau. Und der Tesa-Abroller und die Hülle natürlich auch. Ja. Und das Washi-Tape und das Buch. Mein Favorit, die Lollis auf jeden Fall und der Nagellack. Ich liebe die Farbe. Ich finde auch die Farbe voll schön. Und ich dachte, die passt halt so. Ich habe so als erstes die beiden Sachen ausgesucht. Und ich dachte, Erdbeer und Erdbeer so. Ne? Und dann habe ich versucht, noch so ein paar Sachen dazu zu finden. Und Kirsch. Das passt alles sehr, sehr schön. Und es ist sehr sommerlich.
Also vielen, vielen Dank an Kathi. Vielen, vielen Dank an Eva. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben natürlich dalassen. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann gerne ein Abo dalassen und auf die kleine Glocke klicken, damit ihr auch bei der nächsten Sonntag-Challenge oder bei unseren nächsten Videos dabei seid. Und bis dann. Tschüss.